Nürnberg in den Jahren 1933 bis 1945. Die Nazis sind an der Macht. Es herrscht eine Diktatur, die noch heute vielen Menschen weltweit schreckliche Bilder in den Kopf ruft. Geändert hat sich das mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Einführung des Grundgesetzes. Gerade in Nürnberg mit seiner Geschichte ein wichtiger Grund, um sich darauf zu besinnen. Unsere demokratische, freiheitliche und friedliches Zusammenleben fußt auf dem Grundgesetz. Das ist die Regel und das ist das, was wir uns 4 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg auch genommen und gesetzt haben. Nie wieder war damals und ist auch heute und wird auch in Zukunft sein. Und das Grundgesetz regelt das Zusammenleben und steht über allen anderen Rechtsnormen, die es gibt. Und deshalb ist es so wichtig, auch für das Grundgesetz einzustehen. Die Demonstrationen der letzten Wochen rüttelten viele Menschen wach, brachte viele Leute zusammen, um genau dieses Gesetz und seine demokratischen Werte zu verteidigen. In der Stadt begrüßen die Verantwortlichen die Beteiligung. Es ist ganz wichtig, dass eben jetzt jeder kapiert, wie wichtig es ist, dass wir unsere Grundrechte, aber auch unser Grundgesetz und damit unsere Demokratie verteidigen. Man merkt ja auch, der ein oder andere hat krude Ideen aufgebracht, das passt nicht, das wollen wir nicht. Und viele verstehen, in welcher Zeit wir jetzt leben. Jetzt gilt es, unsere Demokratie zu verteidigen, nicht sie zurückzuholen. Wir leben in einer Demokratie und es lohnt sich für die auch, sich einzusetzen, da zu sein. Und man kann sie nicht von dem Sofa aus verteidigen, sondern man muss klar und deutlich Stoppschilder setzen, auf der Straße, im Privaten, überall im Alltag und jeder ist gefragt. In diesem Jahr wird es im Rahmen der Reihe 11x Fair über 100 Veranstaltungen zum Thema Die Würde des Menschen ist unantastbar geben. Das Kulturprogramm setzt sich aus vielen Schwerpunkten zusammen und wird von den Nürnberger Kulturläden betrieben. Eine große Anzahl von Veranstaltungen, die sind auch ganz, ganz unterschiedlicher Natur. Was mich besonders freut, ist, dass natürlich auch die Kulturläden mit ihrer Erfahrung rausgehen, die Menschen überraschen, ihnen einfach auch noch einmal den Sinn demokratischer Werte vor Augen führen. Ich glaube, das kann auch helfen, Menschen abzuholen, die sich vielleicht mit diesem Thema nicht tagtäglich auseinandersetzen oder vor allem nicht das Bewusstsein haben, dass Demokratie immer wieder neu zu gestalten ist und nicht selbstverständlich ist. Die Besucherinnen und Besucher können sich vor Ort zum Thema Die Menschenwürde ist unantastbar informieren. Eine Übersicht der Veranstaltungen gibt es auf der Seite der Stadt Nürnberg. Sie sind, wie die Demonstrationen der letzten Wochen, ein weiterer Beitrag dazu, dass sich die Bilder von 1933 bis 1945 nicht noch einmal wiederholen.